Meine Damen und Herren, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zur TV-Total-Autoball-Weltmeisterschaft 2010. Live aus der Lanxess Arena in Köln. Und hier ist Ihr Gastgeber, Matthias Obtenhövel. Autoball-Weltmeisterschaft und dann auch noch im eigenen Land. Ist das nichts? Hallo Köln! Ja, 13.000 Zuschauer in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln hoffen natürlich, dass Deutschland nach dem Europameistertitel im Autoball vor 2 Jahren heute auch den Weltmeisterpokal mit nach Hause holen kann. Eine Woche noch bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Und heute lassen wir 8 Prominente aus 8 Nationen nochmal gegeneinander vorher antreten. Freuen sich also auf tolle Begegnungen, wie zum Beispiel Deutschland gegen Holland. Sind Holländer hier heute? Nein. Dann haben wir die Revanche vom Relegationsspiel. Frankreich gegen Irland. Ich sage nur Thierry, die Flosse, Henri. Oder freuen Sie sich auf das Duell der Rekordweltmeister, nämlich Brasilien gegen Italien. Auch das wird kein Heimspiel für die Italiener. Das war vor 2 Jahren auch so. So, und bevor es losgeht, müssen wir natürlich die erste Autoball-Weltmeisterschaft feierlich eröffnen. Bitte erheben Sie sich nicht nur hier in der Halle jetzt, sondern natürlich auch zu Hause auf dem Sofa vor dem Bildschirm. Begrüßen Sie jetzt das Bundespolizeiorchester Hannover unter der Leitung von Matthias Höfert. Matthias Höfert und Kollegen, habt ihr toll gemacht. Wunderschön, wie das aussieht. So, dann, liebe Zuschauer, kommen wir jetzt zum Einmarsch der Nationen. Hier sind die Fahrer des heutigen Abends. Rekordweltmeister Brasilien mit Ex-Torschützenkönig Ailton.
Ulster, Irland mit Joey Kelly. Vize-Weltmeister Frankreich mit Tennislegende Henri Lecomte. Und das Mutterland des Fußballs England darf natürlich auch nicht fehlen. Auf dem Dach Ross Anthony. Der afrikanische Vertreter Ghana mit Daniel Aminati. Unsere Freunde aus Holland mit Harry Weinfurt. Und Autoball-Europameister Deutschland am Steuer, Stefan Raab. Ein herrliches Bild von hier oben, oder? Absolut. Hallo Köln! Da ist er. Er ist ja nicht Titelverteidiger, das muss man sagen. Du hast den Europameistertitel gehört, aber jetzt geht es um die Weltmeisterschaft. Das ist schon was ganz anderes. 6 Tage nach Oslo, Stefan. Bist du überhaupt schon wieder fahrtüchtig? Absolut. Ich bin in Spitzenform und ich werde heute aus einer verstärkten Abwehr heraus einen wunderbaren Angriffsautoball spielen. Ja, so wie eigentlich auch vor 2 Jahren. Noch nie hat ein Europameister im Autoball im nächsten oder im Jahr drauf dann 2 Jahre später auch den Weltmeistertitel geholt, weil es das auch noch nie gab. So. Kriegst du das denn hin heute? Ja, ich gebe mir Mühe. Die Konkurrenz ist natürlich stärker denn je. Also ich habe heute auch schon Henri Lecomte für Frankreich trainieren sehen. Also da ist einige Aggression am Start. Und natürlich die Kandidaten vom letzten Mal, Joey Kelly,
auch nicht schwächer geworden. Auch Daniel Aminati, ein gefährlicher Gegner. Joey Kelly, das müssen wir kurz erklären. Die haben sich natürlich nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft, die in einer Woche beginnt, Irland. Da war ja dieses Relegationsspiel gegen Frankreich, aber er kann im Prinzip diesen Skandal heute wieder wettmachen. Was Frankreich bei der WM zu suchen hat, müssen wir die FIFA fragen, die war heute nicht da. Also Joey, heute der Sieger der Herzen, jetzt schon im Vorfeld. Absolut. Und Joey ist natürlich auch völlig zu Recht dabei, genauso wie Irland zu Recht bei der WM gewesen wäre, wenn es nicht dazu gekommen wäre. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja heute das Aufeinandertreffen Irland-Frankreich, ob es da eine Revanche gibt. Ja, wir haben sehr interessante Spiele. Wir haben natürlich auch Deutschland-Ghana. Ja. Also das ist natürlich wahrscheinlich Prinz Kevin Boateng reloaded. Also da musst du aufpassen auf Daniel Aminati. Ja. Joey Kelly war letztes Jahr, beziehungsweise beim letzten Mal gegen dich im Finale. Wie schätzt du ihn diesmal ein? Haben diese 4000 Trainingskilometer ihn wieder weitergebracht? Also ich glaube, er hat mehr trainiert, als er tatsächlich verraten hat. Er hat gesagt, ja, er hätte mal ein bisschen Auto gefahren. Er hat so. Beim letzten Mal einen Ball geklaut. Genau, hat beim letzten Mal einen Ball mitgenommen. Diese Bälle gibt es ja eigentlich im Handel nicht. Und ich glaube, er hat natürlich wieder heimlich irgendwelche Parkplätze unsicher gemacht und dort trainiert. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, wie wir ihn kennen. Kurz zum Reglement. Es gibt zwei Gruppen, liebe Zuschauer. Das kennen Sie vom letzten Mal. Die schauen wir uns mal an. Jeweils vier Teams. Da spielt jeder gegen jeden. Da haben wir sie. Gruppe A ist Italien, Irland, Frankreich und Brasilien. Gruppe B Deutschland, Ghana, Niederlande und England. Bist du mit der Auslosung zufrieden, Stefan? Ja, die Auslosung ist ganz okay. Also ich habe zwar mit Ghana und England schwierige Gegner. Die Niederlande müsste ich eigentlich zu null weghauen. Ja. Und die andere Gruppe ist natürlich schwer. Also auch Ailton, ein sehr aggressiver Fahrer, wie ich heute bei der Probe festgestellt habe. Absolut. Der auch keine Gefahren scheut. Man weiß, er ist auch ein sehr passionierter Reiter. Ich glaube, das wird die schwierigere Gruppe, die Gruppe A. Das Halbfinale natürlich, das kennen die Fußballfreunde dann über Kreuz. Der Erste gegen den Zweiten aus der anderen Gruppe und genau umgekehrt dann in Gruppe B. Und das ist nochmal der Pott, den können wir zeigen. Wunderschön. Gerade noch ganz frisch poliert. Ja. Also den können wir nachher in die Höhe recken. Was ist bei Unentschieden? Das müssen wir auch noch kurz erklären. Unentschieden, Elfmeterschießen. Kann man hoffen, dass du aber mit dem Auto besser schießt als mit dem Fuß. Aber erst in der K.O.-Runde selbstverständlich. Absolut, natürlich. Es gibt natürlich in der Vorrunde auch ein mögliches Unentschieden. Dann die weiteren Regeln, liebe Zuschauer, an dieser Stelle. Sinnloses in den Gegner fahren ist verboten, liebe Ghana. Ja, also das dürfen wir an dieser Stelle nicht gelten lassen. Handspiel ist auch verboten, liebe Franzosen. Ist schon passiert, weil viele Spieler, wenn der Ball eingeklemmt ist, gerne mal die Hand aus dem Fenster nehmen, um den Ball da wegzurollen, ist verboten. Ja, kann man auch bei Sido mal anrufen, sollte man nicht machen, könnte man sich auch ein bisschen verletzen. Erste Verwarnung, gelbe Karte, bei der zweiten Verwarnung gibt es gleich Elfmeter. So sieht's aus. Also genau. Ganz knallharte Regeln auch heute wieder. Und jetzt stelle ich Ihnen den Rest des Reporterteams vor, meine Damen und Herren. Unten am Spielfeldrand ist zum Beispiel Elton. Guten Abend, Elton. Ja, schönen guten Abend, Köln. Ja, ich bin ja auf dem Spielfeld. Das Spielfeld ist ungefähr so groß wie die eines Handballfeldes, nur mal so zur Erklärung. Die Tore haben der Breite nach die gleiche Breite wie ein normales Tor, also 7,32 Meter, ganz genau. Nur es ist 4 Meter hoch. Also da sollte vielleicht auch der Klose treffen können. Ansonsten den Ball habe ich noch hier. Der wiegt 15 Kilo und hat einen Durchmesser von 2 Metern. Und das auch noch zur Regelkunde. Ein Tor ist wirklich nur ein Tor, wenn der Durchmesser über der Linie ist. Also nicht der Ball mit dem vollen Umfang, weil das kriegen wir da nicht hin. So, und jetzt kommen wir zu einer sehr bezaubernden Kollegin. Sie ist angeblich hochschwanger, aber mein Bauch ist immer noch dicker. Hier ist Sonja Kraus. Hallo Köln und hallo liebe Zuschauer zu Hause. Sorgen, ja. Und während sich mein armer Elton über das Spielfeld quält, der hat sich nämlich gestern am Bein schwer beim Fußballspielen verletzt, habe ich die große Freude und widme mich der Spielerbetreuung. Ich werde also mich um die Verletzten kümmern, auch um verletztes Ego, werde hier indiskrete Fragen stellen und inkompetente Antworten erhalten. Ich setze mich mal neben dich, Harry, da sehe ich nämlich so wunderbar schlank aus. Aber ein Mann, der absolut kompetent ist, ist unser heißgeliebter Buschi. Der ist nämlich am Mikro.
Mikro. Und hier ist für Sie Frank Buschmann, die Kompetenz höchstpersönlich. Und damit ein herzliches Willkommen hier auch aus der Sprecherkabine. Und wir haben ja bei Lena gesehen, was ein deutscher Erfolg für eine Nation bedeuten kann. Und das bedeutet Druck für Stefan Raab, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Lanxess Arena hier in Köln kräftig baldovern wird für Stefan Raab, oder? Also hier sind doch alle für Deutschland und für Stefan, oder? Also er kann den Titel holen nach der Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft. Und vielleicht ist das dann ja der richtige Antrieb für unsere Jungs, für die es ja Sonntag dann nach Südafrika geht. Also Stefan, leg vor und vielleicht ist das dann ein gutes Omen auch für Südafrika. Aber hol du erstmal heute hier den Pott in Köln.